liebe Gemeinde. Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition, wo ich jetzt offscreen das schwarze Emporium freigeschaltet habe und wir erst einmal, nachdem wir in der letzten Folge eine ganze Menge in der Schmiede gebastelt haben, erstmal direkt wieder zurück zur Schmiede gehen. Ob schon mich die Finsternis umhüllt, werde ich das Licht bewahren. Ach schön. Ich werde dem Sturm trotzen. Ja, das ist schön. Ich werde ausharren. Gute Arbeit. Was du geschaffen hast, kann niemand zerreißen. Ja, das sehe ich auch so. Danke. So, erstmal treten wir unsere Tür hier auf und gehen zurück. Ich nehme auch hier mal wieder mit Fraps auf. Dementsprechend. Sichere Reisen. Dementsprechend, nun ja. Hoffe ich mal, dass es keine technischen Schwierigkeiten gibt. Weil wir wissen, OBS und Shadowplay, wie ich in jedem anderen Let's Play schon gesagt habe, ärgern uns die ganze Zeit. Die mobben uns. Hier in den Ställen können wir unser Pferd inzwischen einstellen. Wir haben hier das Inquisitionsstreitross aus Baden. Haben wir in der letzten Aufnahme auch freigeschaltet. Das wählen wir mal aus. Da haben wir es. Das ist unser Pferd und das behalten wir noch die ganze Zeit. Ich kann auch kurz wieder die anderen Pferde zeigen. Wir haben hier keinen Drakulisten. Ah gut. Exoten müssten es sein. Wir haben ein Sumpfeinhorn. Das sieht dann so aus. Ja. Es sieht wunderschön aus. Mit so einer rostigen Klinge durch den Kopf. Hirsche, da haben wir den Rothirsch. Der sieht so aus. Wenn wir ein Elf wären, würden wir definitiv auf dem Hirsch reiten, aber... Und das waren schon eigentlich alle Pferde, die wir haben. Dann nehmen wir ein Wibbert, das in unser schönes gepanzertes Inquisitionsschreitross. Und wir sehen hier die goldene Nacktstatue. Damit hat es Folgendes auf sich. Da, wenn man das Spiel bereits einmal durchgespielt hat, dann kann man... Ich bin froh, dass so große und starke Männer in der Nähe sind, falls hier in Haven irgendwas passiert. Mach dir darüber mal keine Sorgen, Mädchen. Die scheint sich die ganze Zeit in den Schmied ran, in die Schmiede ran machen zu wollen. Völlig verständlich, denn Schmied ist männlich. Hier, diese goldene Nacht. Wenn man das Spiel bereits einmal durchgespielt hat, kann man damit sozusagen die Waffen- und Rüstungspläne, die man sich freigeschaltet hat, auf andere Spielstände übertragen. Und das machen wir auch erstmal direkt. Hier, wir möchten unsere Sammelobjekte, also Waffen, Rüstungspläne und so, übertragen. So, und jetzt haben wir hier Zugriff auf 200.000 verschiedene Runen und wir können jetzt auch Runen herstellen und so weiter. Das heißt, wir können zum Beispiel Waffen herstellen. Was haben wir denn hier alles? Hier den ganzen Scheiß können wir jetzt herstellen. Heißt, wir können uns jetzt richtig krassen Scheiß machen. Und Rüstung können wir uns auch eine ganze Menge jetzt herstellen. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier? Auf jeden Fall. So eine Templerrüstung könnten wir uns, glaube ich, machen. Aber diese Mütze hier, die geht gar nicht. So, schauen wir an. Was kann unsere derzeitige Rüstung denn? 104. Ich denke, da können wir momentan ein bisschen drüber hinauswachsen. Findet ihr nicht auch? Okay, wir holen uns... Wir könnten uns die hier zum Beispiel machen. Oder eine Wächterrüstung könnten wir uns auch herstellen. Aber ich würde sagen, wir könnten uns auch so eine olesianische Rüstung machen, aber ganz ehrlich, die sieht scheiße aus. Wir stellen uns mal eine Templerrüstung her, würde ich sagen. Und da können wir die ganzen Materialien benutzen, die wir haben. Ich würde aber sagen, aus Obsidian bringt die mehr. Wir stellen besser eine aus Eisen her, weil wir Eisen im Überschuss haben. Dann vielleicht noch ein bisschen Hundsleder dran. Weil wir sonst nichts haben. Noch ein bisschen Nackhaut und... Boah, wir haben richtigen Mangel. Dann noch ein bisschen Seide. Herstellen. Flinke, ablenkende Templerrüstung. Okay, haben wir hergestellt. Die hauen wir uns dann auch direkt erstmal dran. Wo haben wir sie denn? Da. Und einen Helm. Wir brauchen dann definitiv einen anderen Helm.
Die sehen alle so scheiße aus. Ah, wir stellen uns mal so einen Helm des Inquisitors her. Hier, Dragostein und als Stoff packen wir da so ein bisschen Lammwolle dran. So, Rüstung, Helme. Wir haben gerade diese Haube hier, die einfach scheiße aussieht. Wir tragen jetzt diesen Helm. Das sieht man eh nicht, aber egal. So, wunderbar. Wir können uns auch eine neue Waffe herstellen, würde ich sagen. Wir können uns einfach vollkommen neu eindecken. Meist darf das gezacktes Großschwert zum Beispiel. Oder ein breites Großschwert. Oder Pharrellisches Großschwert. Das könnten wir sowieso schon herstellen. Die können wir nicht herstellen, weil wir kein Leder haben. Ich hatte die Erinnerung, irgendwo ein Templer-Großschwert zu haben. Ja. Scheinbar ist das Spiel anderer Ansicht. Wir dürfen kein Templer-Großschwert kriegen. Auf jeden Fall können wir uns das mit ganz schön vielen krassen Scheiß eindecken hier. Zum Beispiel so ein schöner Einhandgriff oder sowas. Neue Stabgriffe. Großschwertgriffe. Wir können uns eine ganze Menge Scheiß zusammensetzen hier. Und Runen können wir uns auch herstellen. Da wir aber überhaupt keine Runenmaterialien haben und auch keine Runensteine haben, denke ich, können wir das eh gerade vergessen. Also, stellen wir uns erstmal ein Zweihandschwert her. Schade, ich hätte gerade tatsächlich gerne so ein Templer-Großschwert. Scheinbar gerade nicht möglich, also aus irgendwelchen Gründen. Stellen wir uns einfach so eins her. Damit sind wir natürlich erstmal ein bisschen OP, aber warum auch nicht? Hauen wir uns ein bisschen Stärke drauf. Und noch mehr Stärke, würde ich sagen. Oder noch ein bisschen Konstitution, damit wir auch was aushalten. Ja, ein bisschen Konstitution. Hier so ein bisschen Dragostein drauf und hier ...6% Angriff ist eigentlich ganz gut. Können wir noch mehr Angriff kriegen? Nee, noch ein bisschen Eisen drauf. So. Gegenstand herstellen. Starker, beständiger Bienenhändler. Okay. Dafür stellen wir uns erstmal noch einen Griff her oder... Ja, dafür stellen wir uns erstmal noch einen... neuen Knauf und neuen Griff her. Einen, der möglichst Attribute verstärkt. Glatter Knauf. 6 Stoffen. Angriff, Attribut. Aber nutzen wir den hier. Eisen drauf und noch mehr Angriff herstellen. Okay, und einen neuen Knauf stellen wir uns auch her. Attribute mit Metall, okay, dann Attribut mit Metall hier. Noch ein bisschen Stärke drauf und... Schaden... Bonus auf kritischen Schaden. Schaden bei Flankenangriffen. Fennec-Fell mit kritischer Trefferchance. Mehr kritische Trefferchance. Okay, nehmen wir kritische Trefferchance. So.
Dann modifizieren wir unsere Waffen hier ein bisschen. Wo haben wir es denn hier? Hier, den möchten wir bitte absolut geändert haben. So. Und so. Änderung bestätigen. Und damit haben wir uns erstmal schön gut ausgestattet. Wir haben zwar keine Verzauberung drauf, aber Moment mal, haben wir Runen? Haben wir denn schon irgendwo Runen? Muss ich nachschauen. Nein, das ist falsch hier. Wir müssen da bei Waffen... Nein, bei Waffen gucken. Dann bei... bei allem. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Verwirrt. Egal. Können wir irgendwie nochmal synchronisieren? Naja, wir haben... Ach nee, wir haben offenbar noch gar nicht alle... Haben wir die Stäbe jetzt alle erhalten? Oder wird das uns jetzt mal alles angezeigt hier? Nee, offenbar haben wir alles schon erhalten. Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Natürlich. Können wir hier irgendwas kaufen oder verkaufen? Offenbar nicht. So, da können wir unsere Kumpane noch mit neuer Ausrüstung ausstatten. Was haben wir denn hier? Cassandra. Hier eine Rüstungsnummer besser ist. So, Sarah. Blackwall. Kriegt Rüstung, die auch noch eine Nummer besser ist. Das ist die Mütze. Vivian, Ach komm, Vivian einfach in diesen komischen Lumpenhaufen reinsetzen. Solas hat schon eine bessere Rüstung. Varric kann keine bessere Rüstung tragen gerade, weil wir keine andere haben. So, ich denke, jetzt sind wir erstmal gut ausgestattet fürs Kommende. Was auch immer das Kommende sein soll. Wir wollten uns eine neue Quest suchen. Dafür wollten wir erstmal mit dem Hauptmann der Sturmbullen labern. Also zur Sturmküste gehen. Ratsraum. Ach nee, wir haben ja noch ein paar Kartentischansätze abgeschlossen gekriegt. Wir haben also Tevinter-Aktivitäten in den Hinterlanden und korrumpierte Templer. Denkt ihr, die Templer waren für den Angriff auf das Konklave verantwortlich? Ich denke, sie waren daran beteiligt. Genau wie die Tevinteraner in den Hinterlanden. Ach so. Es gibt Tevinteraner in den Hinterlanden und korrumpierte... Was für korrumpierte Templer? Keine Ahnung. Vielleicht einfach nur korrupte Templer. Und ihr ziehen immer noch die Pläne durch. Das kann eine Weile dauern. Ich habe mit dem anderen Spielstand eine ganze Menge Pläne gehabt. Und die Karte hat kein Problem damit, trotz des Krieges Magier und Templer zu beliefern? Hey, keine Sorge. Eure Leute beliefern wir auch. Euer Volk könnte diesen Krieg beenden, indem ihr nicht mehr an alle Beteiligten Lyrium verkauft. Sicher, das könnte funktionieren. Wir könnten aber auch mächtigen Ärger von allen bekommen. Oder sie könnten versuchen, es selbst abzubauen und der dunklen Brut den Weg in diese Welt ebnen. Wollt ihr das? Ich weiß nicht, es muss doch noch einen anderen Weg geben. Tja, sagt Bescheid, wenn ihr einen findet. Ich mag die, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das aus in der Templerrüstung. Es gefällt mir einfach. Man kann über den Orden denken, was man will. Aber die haben eine schöne Rüstung. So, berufen wir erstmal einen Kriegsrat ein und wir hatten ja noch Wachtürme gebaut und so ein Scheiß. Guten Tag, aus irgendwelchen Gründen trage ich jetzt diese komische Scheißkleidung hier. So, Wachtürme errichten. Kommandant Kalt, dank der Wachtürme waren wir vor Angriffen der Dämonen und Banditen vorgewarnt. Das Gebiet ist jetzt sowohl für Flüchtlinge als auch für die Bauern, die von ihren nahegelegenen Feldern geflohen waren, deutlich sicherer. Vielen Dank für eure Hilfe, Sir. Es ist gut zu wissen, dass die Inquisition bereit ist, ein wenig Zeit zu opfern, um diesen Leuten zu helfen. Korporal Vale. Gerne. Verträge Grauenwächter benutzen. Ich hatte recht, seit wir verbreiten lassen, dass die Inquisition mit den Grauen Wächtern verbündet ist, obwohl wir eigentlich nur einen einzigen Grauen Wächter dabei haben, erhalten wir zahlreiche Schreiben, in denen uns Unterstützung zugesagt wird.
Und dank der Verträge konnten wir nicht nur neue Rekruten gewinnen, sondern auch haben auch Spenden in Form von Gold und Ausrüstung erhalten. Der Kommandant wird dafür zweifelsohne Verwendung haben. Alles klar. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Was haben wir noch zu machen gerade hier? Kult von Andraste. Ja, das hatten wir schon. Lassen wir es Lianas Spione machen. Die kennen sich damit aus, denke ich mal. Olle. Rote Jenny. Ich glaube, wir lassen einfach Josephine das erledigen. Das hatten wir letztes Mal schon durchgelesen, wussten nicht, was wir machen sollten. Ich denke mal, wir gehen einfach Sarahs Wunsch nach und schauen einfach nach, was Josephine dazu zu sagen hat. Oder dafür erledigen kann. Was haben wir sonst noch? Überreste der Kirche. Abwarten. Das warten wir noch ab. Ich könnte mir den Laptop hier neben mir aufmachen und da immer kurz nachschauen, was eigentlich die beste Option ist für diese Kartentischeinsätze. Vielleicht nächstes Mal. Wir können so lange erstmal kein Geld beschaffen lassen. Machen wir uns an die Arbeit? Jo, macht mal. Ich gehe spazieren. Wurde erfolgreich synchronisiert. Na, das hat ja gar nicht lange gedauert. Und da reisen immer noch die... ach nee, jetzt sind noch die ganzen Banner und Samen, die ich noch gesammelt hatte. Und Throne und den ganzen Kram, den wir erst später alles gebrauchen können. Können wir mit irgendjemandem reden? Sarah, hast du was zu melden? Eure Lordhaftigkeit? Nein, wir wollen sie nicht rausschmeißen. Okay, bis dann. Ich komme wieder, falls ich euch brauche. Nur zu. Ach, jetzt wurden uns die hergestellten Sachen gegeben. Und wir haben eine Griffonrobe erhalten. Was können wir damit anfangen? Oh, die scheint ganz gut zu sein. Vielleicht geben die Vivienne, oder? Alter, wie sieht denn aus? Okay, ich glaube, die geben wir lieber Solas oder sowas. Oder jemanden der Art. Aber ganz ehrlich, die können wir doch nicht Vivienne geben. Oh, jetzt haben wir Sarah hier. So, Vivienne. Griff und Robin nicht. Hier, bitte. Ganz ehrlich, hier. Trag du die. Oh Gott, die. Gut, die sieht irgendwie interessant aus. Sie sieht interessant aus. Wir gehen zurück zu Vivienne und geben ihr hier dann diese Schülerrüstung. Die dann zumindest so aussieht wie ihre Rüstung. So, wir wollten zur Sturmküste. Das war der Plan. Sturmküste, reisen. Okay, wir nehmen mit, Cassandra, Sarah und Vivienne. Bestätigen. Der Ladebildschirm. Wir gehen gleich zur Sturmküste. Wir sind immer noch im Ladebildschirm. Den Brief, Wurden Codex-Einträge auch übertragen? Das wäre ein bisschen... Nee, den Brief hatten wir gefunden. Das war der Brief von, Stallmeister Dennett an Altigen. Von Redcliffe an Altigen zugestellt, aber es geht an Altigen. Verwirrend. Von Ressourcen... Das ist, was in der Hinterlanden steht. Gut zu wissen. Ja, wir sind immer noch im Ladebildschirm. Man hört das Brummen meines Rechners vermutlich. Für die nächste Aufnahme mache ich für den Laptop hier irgendwie in die Nähe und dann können wir einfach nachschauen, was denn so am besten geeignet wäre für
die Kartentasche ansetze, wenn ich mir unsicher bin. Wenn es ganz offensichtlich ist, natürlich nicht. Harding? Euer Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ah. Ja, das überrascht mich nicht. Natürlich nicht. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Auf jeden Fall. Natürlich nicht. Vollkommen eiskalt. Oh, unser Kollege ist aufgestiegen. Cassandra. Möchten wir weiter tankig machen? Wenn verhöhnten Zielen höheren Schaden zufügen, ist schon mal eine gute Sache, denke ich. Oder wie können wir noch was verbessern? Versteckt deine Rüstung für den anstehenden Kampf. Halt beschaut und beeinflusst Gegner, die aus dem länger verhöhnt werden. Und da, oder das hier bringt. Aus der Regeneration. Ohne eine Regeneration in Kauf nehmen zu müssen. Das ist eigentlich ganz gut, aber ich denke erstmal hier die Rüstung verstärken. So. Sarah. Was können wir ihr denn so verpassen? Höheren Schaden, wenn die. Na gut. Dann können wir ihr den Bogen schießen. Weg hier voll machen. Und Vivien. Bannen ist gut, dass wir das haben. Das werden wir nämlich unter Umständen brauchen können. Sie hat momentan gar nicht so viel Schaden, den sie austeilen kann. Das ist nicht so. Wir müssen ihr wirklich ein paar mehr Schadenskräfte verpassen. Aber ich würde sagen, erst einmal hier. Also führt auch Gegner näher Schaden zu oder erleiden gewaltigen Schaden, wenn sie von eisiger Umarmung getroffen werden. Oh. Erstmal hier so. So, damit sind wir ausgestattet und. Was war das denn? Ich höre doch die Flügel. Ah. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Ja, da hinten fliegt ein Drache. Da hinten fliegt ein Drache. Ist das von Belang? Lass hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Aha, eine geologische Studie der Sturmküste. Schlangenstein und Eisen. Wir speichern erstmal. Ah, hier haben wir eine ganze Menge. Wir gehen erstmal zum Hauptmann der Sturmbollen. Das ist ja direkt da unten. Können wir schauen gehen. Ah, da hinten. Der Winter Scharfschützen. Oh, jetzt ruckelt es aus irgendwelchen Gründen. Jetzt sind wir auf 30 FPS runter. Yeah! Such ihre Taschen! Stirb! Was geht denn hier vor sich? Jetzt sind wir auf 60. Was hast du gerade für einen Drop? Das war ganz, ganz merkwürdig. Winter. Warum, was machen die für Winter, Leute? Bam! Okay, die haben wir erledigt. Sturmbullen! Das war's! Krem! Wie sieht's aus? 5 oder 6 verwundete Häuptling, keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Guten Tag, wie geht's? Ihr gehört also zur Inquisition, hm? Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Na kommt, setzt euch. Die Getränke kommen gleich. Bulle, richtig? Und ihr seid der eiserne Bulle, nehme ich an. Ja, normalerweise verraten mich meine Hörner.
Jetzt sind wir auch auf 30 FPS gerade. Weil die Zwischensequenzen 30 FPS sind, soweit ich weiß. Ich nehme an, ihr erinnert euch an Cremesius Eclasi, meinen Leutnant. Schön, euch wiederzusehen. Die Kehlenschlitzer sind fertig, Häuptling. So schnell? Lass ihn noch mal nachsehen. Ich will nicht, dass irgendeiner dieser Tevinter-Bastarde davonkommt. Nichts für ungut, Cram. Schon in Ordnung. Ein Bastard weiß zumindest, wer seine Mutter war. Damit ist er deutlich besser dran als ein Kunari, richtig? Also, ihr habt uns kämpfen gesehen. Wir sind zwar teuer, aber wir sind es wert. Und ich bin mir sicher, die Inquisition kann sich uns leisten. Wie teuer genau? Was genau wird es mich kosten? Euch persönlich gar nichts. Außer ihr wollt uns später ein paar Runden spendieren. Eure Botschafterin, wie war noch ihr Name? Josephine. Wir wenden uns an sie und regeln das mit der Bezahlung. Das mit dem Gold wird sich schon klären. Macht euch darüber keine Gedanken. Entscheidend ist nur, dass wir es wert sind. Definitiv nützlich. Die Sturmbullen scheinen eine erstklassige Truppe zu sein. Ja, das sind sie. Aber ihr bekommt ja nicht nur die Jungs. Ihr bekommt auch mich. Wenn ihr an vorderster Front einen Leibwächter braucht, bin ich euer Mann. Ganz egal, was kommt. Dämonen, Drachen. Je größer, desto besser. Der teleportierende Und dann ist da noch etwas. Ihr findet es vielleicht nützlich. Kann aber auch sein, dass es euch stört. Habt ihr je vom Benners Rat gehört? Ein bisschen was. Sie sind eine Gruppierung der Kunari, richtig? So etwas wie ihre Wachen? Ich würde sagen, Spione trifft es eher. Aber ja, das sind sie. Oder, nun ja, das sind wir. Oh. Die Benners Rat sind wegen der Bresche besorgt. Derart unkontrollierte Magie könnte überall zu Problemen führen. Ich habe den Auftrag, mich der Inquisition anzuschließen, nahe an die Befehlshabenden heranzukommen und Berichte über die Geschehnisse zu schicken. Aber ich erhalte auch Berichte vom Benners Rat Spionen aus ganz Orlais. Wenn ihr mich in eure Dienste nehmt, teile ich sie mit euren Leuten. Wir wollen euch nicht! Ich will das nicht bereuen. Wird Mitglied einer Gruppe, wird Mitglied einer Gruppe, nachforschen. Bitte was? Warum gibst du das eigentlich zu? Ihr seid ein Spion der Kunari und erzählt mir das? Was auch immer bei diesem Konklave-Ding geschehen ist, ist übel. Irgendjemand muss diese Bresche schließen. Was ich also auch sein mag, ich bin auf eurer Seite. Ihr hättet trotzdem geheim halten können, was ihr seid. Vor etwas, das die Inquisition heißt? Früher oder später wäre ich aufgeflogen. Macht Sinn. Es ist besser, wenn ihr es gleich von mir erfahrt. Wir forschen noch ein bisschen nach. Was würdet ihr denn berichten? Was würde in diesen Berichten an eure Leute stehen? Genug, um meine Vorgesetzten zufriedenzustellen. Aber nichts, was eure Unternehmungen gefährden würde. Die Kunari wollen wissen, ob sie eine Invasion starten müssen, um zu verhindern, dass die ganze verdammte Welt auseinanderbricht. Ihr gestattet mir, über das, was ihr tut, zu berichten. Und ich sorge dafür, dass ein paar Leute beruhigt sind. So profitieren letztlich alle. Er ist irgendwie... Nun ja, er redet deutlich mehr als die anderen Kunari, die wir bisher kennengelernt haben. Arishok, Stan... wir fragen einfach weiter. Was steht in diesen Berichten der Benners Rat, die ihr mit uns teilen würdet? Informationen über Feindbewegungen, verdächtige Aktivitäten, faszinierende Gerüchte, alles Mögliche eben. Für sich allein genommen sind sie nicht viel wert. Falls eure Meisterspionin aber nicht gänzlich unfähig ist, werden sie ihr äußerst nützlich sein. Woher wisst ihr, dass sie eine Frau ist? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Außerdem hatte ich schon immer eine Schwäche für Rothaarige. Sagen wir es mal ganz freundlich. Du bist definitiv angeheuert. Ich meine, Zugriff auf das Kunari-Spionagenetzwerk und... derartiges, das ist so angenehm. In Ordnung, ihr seid dabei. Sehr schön. Cram, sag den Männern, sie sollen unterwegs austrinken. Die Sturmbullen wurden gerade angeheuert. Und was ist mit den Fässern, Häuptling? Wir haben sie gerade erst geöffnet. Mit Äxten. Oh. Dann verschließt sie eben wieder. Du bist doch aus Tevinter, oder?
Versuch's mit Blutmagie. Wir treffen uns dann in Hayden. Ach, schön.